domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. In der Diskussion um die Aufklärung von sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki erneut Fehler eingeräumt. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es ihm bisher und auch weiterhin ausschließlich um konsequente Aufarbeitung gehe. Und dabei zuerst und zuletzt darum, dass das Leid der Betroffenen das Handeln bestimmt und nichts anderes. So sind es die tiefen und die empfindlichen Risse, die ich im glaubenden Vertrauen mit auf den Weg nehmen möchte, der jetzt unmittelbar vor uns liegt. Das Erzbistum Köln steht seit Monaten in der Kritik, weil es ein bei einer Münchner Anwaltskanzlei in Auftrag gegebenes Gutachten zu Missbrauch durch Kleriker in der Erzdiözese unter Verschluss hält und stattdessen ein neues Gutachten bei einem Kölner Rechtsanwalt in Auftrag gegeben hat, das am 18. März vorgestellt werden soll. Nach Medieninformationen soll es in beiden Gutachten um rund 200 beschuldigte Kleriker und rund 300 Opfer gehen. Kardinal Wölki betonte, dass die Ergebnisse des zweiten Gutachtens am 18. März öffentlich würden. Zeitnah werde dann neben dem veröffentlichten Kölner auch das Münchner Gutachten zur Einsicht freigegeben. Beim Angelusgebet auf dem Petersplatz in Rom hat Papst Franziskus Katholiken in aller Welt gemahnt, in der Fastenzeit Stille und innere Einkehr zu suchen. Es gehe darum, dem Wort Gottes zu lauschen und allen Ablenkungen zu widerstehen, so der Heilige Vater. Mit dem vergangenen Mittwoch, dem Aschermittwoch, hatte die 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern begonnen. Habt keine Angst vor der Wüste. Sucht Momente der Stille, des Gebets. Geht in euch. Habt keine Angst davor. Wir sind gerufen, auf den Pfaden Gottes zu wandeln, indem wir unser Taufversprechen erneuern. Dem Satan, all seinen Werken und leeren Versprechungen zu widersagen. Der Feind ist da, er liegt auf der Lauer, ihr müsst aufpassen. Niemals mit ihm in einen Dialog eintreten. Vertrauen wir uns der mütterlichen Fürsprache der Jungfrau Maria an. Die bundesweite Fastenaktion des katholischen Hilfswerks Miserior ist am Sonntag mit einem Gottesdienst im Hildesheimer Dom eröffnet worden. Sie steht unter dem Leitwort »Es geht anders« und richtet den Blick auf das Schwerpunktland Bolivien. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer forderte in seiner Predigt einen nachhaltigeren Lebensstil. Miserior-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel rief zur Unterstützung der Fastenaktion auf. Das Leitwort macht Mut. Gerade jetzt in diesen Tagen, wo wir so oft hören, uns einschränken zu müssen. Solidarität und Gemeinschaft sind nach wie vor nicht ausgesetzt. Ganz im Gegenteil. Das zeigen Sie uns immer wieder und dafür sage ich Ihnen zunächst einmal herzlichen Dank. Aber das Leitwort fordert uns auch heraus. Wie kann Wirtschaften anders gehen, wenn internationale Konzerne im Amazonasgebiet Menschen und Natur um ihre Rechte bringen? Wie kann Ernährung anders gehen, wenn Erntevielfalt immer weiter zurückgeht und schließlich der Hunger zum Dauerzustand wird? Wie kann Gesundheit anders gehen, wenn die Ärmsten nach wie vor keinen Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung haben? Unsere Miserior-Projektpartner finden auf diese Fragen neue Antworten. Auch in Bolivien, dem Partnerland unserer diesjährigen Fastenaktion. Hier unterstützen sie Bauernfamilien mit nachhaltiger Landwirtschaft, das ganze Jahr über satt zu werden und gleichzeitig ihren Teil des Amazonasgebiets zu schützen. Zum Auftakt des Festjahres zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland haben Vertreter des Judentums und Politiker in der Kölner Synagoge den Beitrag von Juden zur deutschen Geschichte gewürdigt. Sie verwiesen auf aktuelles blühendes jüdisches Leben in Deutschland, das nach der Shoah zunächst kaum denkbar war. Sie riefen dazu auf, dieses Leben angesichts von Antisemitismus und Anschlägen zu schützen. Nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Schirmherr des Festjahres ist, trug das Judentum entscheidend zum Aufbruch Deutschlands in die Moderne bei. Domradio.de Christliche Nachrichten.